Herzlich willkommen zurück zu Dart und Flutter, heute mit einer neuen Flutter-App, die wir quasi, also das ist einfach nochmal die Standard-App, wenn man hier draufklickt, dann wird der Button einmal gedrückt und dann wird das natürlich gespeichert. Diese App hat eigentlich alles, was man so braucht, um eben euch vernünftig Dinge zu zeigen und deswegen habe ich hier mich mal dafür entschieden, ein bisschen aufzuräumen, weil ja, es kann schon sehr unübersichtlich werden, wenn man hier mehrere Dateien hat und neue Dinge dann zu erklären, vielleicht guckt nicht jeder jedes Video an. Deswegen habe ich mich jetzt hier dafür entschieden, nochmal ein bisschen von vorne anzufangen. Und wir wollen heute Folgendes machen. Wir wollen heute hier sehen, wie diese Buttons eigentlich funktionieren. Also dieser Floating-Button hier, den hatten wir ja schon mal kennengelernt. Den finden wir hier oben. Und wir haben hier, wenn man drauf drückt, einen Increment-Counter. Dieses Increment-Counter, das wollen wir jetzt allerdings noch ein kleines bisschen anders machen. Und zwar mit einem anderen Button. Wir wollen in dem in dieser App hier auf die Zahl draufklicken. Das heißt, wir wollen hier sagen tatsächlich, hey, wir wollen jetzt eine Zahl haben, die man auch anklicken kann. Also normalerweise kann man ja auf Elemente klicken und dann kriegt man zum Beispiel Tooltips oder sowas oder eben kleinere Informationen. Und das macht man häufiger mal mit sogenannten Snackbars. Snackbars sind unten an der App quasi solche kleinen abpoppenden Informationsränder und ja, genau das wollen wir heute erledigen. So, das heißt, wir wollen hier ein neues Widget einbauen und zwar statt unserem ganz gewöhnlichen Button, der den Counter enthält, wollen wir hier ein Inkwell verwenden. Ein Inkwell ist eben ein anklickbares Item, den man aber vorher nicht ansieht, ob es wirklich anklickbar ist. Das sieht dann so aus. Wir nehmen das hier und Achtung natürlich, das hier ist selbstverständlich wieder ein Child und eigentlich, wenn man es genau nimmt, sollte man noch einen Container drumherum packen, weil es am Ende sonst ziemlich doof aussieht, weil wie gesagt, das verändert ja seine Farbe hier, das heißt, wir sollten das so haben. So, und der Container hat selbstverständlich auch nochmal ein Kind-Element und das Element ist dann der Text. So, sagen wir hier einmal, wir wollen alles bitte neu optimieren und das sieht nicht gut aus. Das ist nicht schön. Wir müssen das selbstverständlich einrücken. So, so sollte es sein. Und wenn wir jetzt hier das Inkwell haben, dann haben wir hier die Möglichkeit, noch deutlich mehr zu sagen. Also zum Beispiel hier beim Container sagen wir erstmal, wir wollen noch ein Padding drumherum einführen, dass wir hier EdgeInsets.all auf 12 setzen. Das werden wir gleich sehen, warum das relevant ist. Achtung, ich hot reloade das mal und wir sehen eigentlich, es hat sich nichts geändert, ne? Aber ich kann jetzt bei meinem Inkwell hergehen und sagen, okay, wenn man da draufklickt, dann soll bitte irgendwas passieren. Und dieses Irgendwas kann ich hier wunderbar definieren. Und zwar kann ich hier einfach sagen, on tap soll bitte was passieren. Naja, was genau soll denn passieren? Und hier kann man eine Funktion angeben. Ich kann natürlich ja auch den Increment Counter oder sowas aufrufen als Funktion. Das könnte ich machen, macht aber in dem Fall keinen Sinn. Ich kann es also in eine Funktion auslagern oder ich schreibe mir eine anonyme Funktion. Eine Funktion sozusagen ohne Namen und kann hier den ganzen Code reinschreiben. So, und hier kann ich dann einfach hergehen, scaffold.off. Kontext, das ist der Kontext, den wir hier mitkriegen. Achtet darauf, es kann passieren, wenn ihr den Kontext oder wenn ihr das Ganze über mehrere Dateien habt, dass ihr den Kontext dann eben übergeben müsst an diese Unterdateien, aber einfach als Parameter bei der Funktion einführen und schon hat man das Ganze. Und hier sagen wir jetzt, wir wollen ein Scaffold, also wir wollen auf das Scaffold zugreifen, das der Kontext hier liefert. Und naja, was wollen wir genau hier machen? Wir wollen eine Snackbar anzeigen. Und diese Snackbar müssen wir erstmal noch bauen, denn es gibt einfach standardmäßig keine Snackbar. So, Snackbar übrigens hat nichts mit Essen zu tun, leider, auch wenn man gelegentlich ein wenig Hunger dabei empfindet. Ich sollte was essen gehen. So, und hier diese Snackbar braucht noch Content. Und den macht man normalerweise auch in eine separate Zeile. Und dieser Content, der wird jetzt hier einfach unseren Text beinhalten. Und zwar, was für Text? Diese Zahl ist kleiner als 12. So, das ist quasi für jede Zahl gegeben, denn 12 ist größer als unendlich. Also von dem her sollte das passen. So, und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehen wir, ich kann auf dieses Element draufklicken. Es ist plötzlich anklickbar. Und jetzt wird auch einigermaßen klar, warum ich eigentlich diesen Container hier drum hatte. Denn wenn ich den Container hier nicht drum habe, dann sehen wir hier direkt, ohne irgendwie Platz zu haben,
die 1 angelehnt, also direkt einfach nur um die 1 drumherum. Das sieht einfach nicht schön aus. So, und deswegen habe ich eben diesen Container hier. Jetzt sehen wir allerdings trotzdem, irgendwie diese Snackbar, die wird mir nicht angezeigt. Und das ist der Punkt, wo viele häufig Probleme bekommen. Und hier möchte ich mal ganz kurz auf Run aufmerksam machen. Wir scrollen mal nach ganz unten. Ihr seht hier auch, es gab ein paar Fehler. Wenn wir hier jetzt allerdings hochscrollen, diese Fehlermeldung von Dart ist so aussagekräftig, dass sie euch sogar gleich eine Hilfe mitliefert. Das ist wirklich beeindruckend. Und im Endeffekt, was hier steht, und das ist natürlich alles Englisch, was hier steht ist, hey, wenn du so ein Scaffold machst, dann kann es passieren, dass du irgendeinen komischen Build-Kontext mitlieferst, weil du zu viele Elemente auf einmal versuchst zu bilden. Das heißt, im Endeffekt, was wir hier machen sollten, ist auslagern. Wir sollten dieses Inkwell hier auslagern in eine separate Datei, beziehungsweise in eine separate Funktion. Und genau das machen wir jetzt mal. Wir schreiben uns eine separate Klasse für dieses Inkwell und sagen dann hier oben einfach nur noch, dass unser Child-Element von diesem Widget hier ein MyButton ist. Oder einfach nur ein Button oder sowas. Ihr dürft euch aussuchen, was ihr da reinmachen wollt. So, machen wir noch ein Komma rein und wir nehmen diese Klasse hier uns zu Gemüte und sagen, okay, das ist jetzt allerdings wieder ein Stateless-Widget und hat allerdings folgende Funktion. Und zwar sagen wir hier Add Override, beziehungsweise eigentlich können wir hier auch hergehen und das Ganze einfach hier uns holen. Und das bekommt nämlich seinen eigenen Build-Kontext jetzt, weil es eben seine eigene Klasse ist. Und hier fügen wir jetzt dieses komplette Inkwell rein und returnen das dann auch. So, und das muss natürlich ein Semikolon hinten haben. Und schon sind wir durch. Okay, damit haben wir mehr oder weniger das, was wir haben wollten. Wenn ich das jetzt allerdings hot reloade, dann sehen wir, ups, Counter is not defined. Wir haben hier keinen Counter. Und ja, das macht das Ganze leider nicht gerade einfacher, weil wir hier natürlich den Counter genommen haben und wir wollen den ja auch anzeigen, aber wir können nicht drauf zugreifen, weil der Counter gehört. Sekunde, wo sind wir? Counter, 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 Counter. Hier, der Counter gehört eigentlich hierzu, also zu meinem State. Und der State managt auch den kompletten Counter und der State hat halt hier auch leider diese Informationen hier alle für mich. Also was wir hier machen ist folgendes. Wir gehen natürlich hierher, wo ist da der Button, und geben dem unseren Counter mit, am Bodenstrich Counter. So, wie machen wir das? Naja, wir sagen dem Widget hier, wir createn einfach noch einen Constructor. Und der braucht natürlich unseren Int-Counter. Und plötzlich brauchen wir hier natürlich auch noch den, Moment, der MyButton, Int. Ich brauche hier natürlich noch ein Final Int, beziehungsweise eigentlich ist er gar nicht Final, ein Int-Counter ist gleich, beziehungsweise nein, ein Int-Counter. Und dann sagen wir hier, wir wollen im Konstruktor ein This.Counter haben. So, und jetzt gehen wir hier mal her und löschen das hier vorne dran, weil der hat ja auch kein Leerzeichen vorne dran. Und jetzt starten wir das Ganze mal. So, und wir sehen hier, wir haben den Button und wir können den Button jetzt pushen ohne Probleme. Aber wir können hier auch draufklicken und wir sehen dieses kleine Pop-Down hier unten oder dieses Snackbar eben. Diese Zahl ist kleiner als 12. Und wenn ich hier draufklicke, dann erhöht sich trotzdem der Button, weil wir das Ganze hier quasi injected haben. Also wir haben sozusagen diese Variable einfach übergeben an dieses Widget, was eigentlich nicht mehr zu dieser Klasse hier dazugehört, was eigentlich keinen Zugriff auf diesen Counter direkt hat, sondern, und es muss es auch tatsächlich nicht, sondern wir haben hier eben diese Möglichkeit, das zu verändern. Und ja, das ist im Endeffekt eine Möglichkeit, wie man das macht, aber eigentlich ging es da gar nicht drum, es gibt noch sehr viele andere Möglichkeiten, wie man mit Variablen umgeht. Eigentlich ging es heute um, sorry, das Inkwell und die Snackbar. Und ich hoffe, das hat soweit funktioniert bei euch. Und ja, ihr könnt jetzt damit was anfangen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.